Biotopschutzgruppe Halm, das ist eine ehrenamtliche Gruppe. Die Naturschutzgruppe hat sich eben zum Ziel gesetzt, als wesentlichen Punkt Erhaltung von Biodiversität und Lebensräumen. Halm steht für heimisches Arten- und Lebensraummanagement. Das sagt unser Name schon als Abkürzung Halm. Klingt zwar wie ein Grashalm, aber das ist eine Abkürzung und da steckt alles drinnen. Gehen tut es darum, dass wir tatsächlich solche Flächen pflegen, um die Biodiversität zu erhalten. Das heißt, eine möglichst hohe Artenvielfalt. Das sind oft Flächen, die von den Landwirten aufgelassen worden sind, dann lange brach gelegen sind, dann setzen sich einige wenige Arten durch und verdrängen andere, die vielleicht konkurrenzschwächer sind, die vielleicht Lichtkeimer sind, wenn da mal ein Streufilz liegt, wo die nicht mehr durchkommen, dann haben die keine Chance mehr zum Keimen. Und genau für solche Arten machen wir das, weil es geht ja nicht nur um Pflanzenarten. An vielen Pflanzenarten hängen dann ja auch sehr viele Tierarten, verschiedene Bestäuber. Viele Schmetterlinge haben besondere Futterpflanzen für ihre Raupen. Also das ist alles in der Biodiversität enthalten. Und wenn eine Fläche sehr artenreich ist, deckt sie natürlich auch sehr viele Bedürfnisse von verschiedenen Organismen ab. Und das ist eigentlich das Ziel. Teilweise pflegen wir solche Flächen auch ganz besonders, also von der Biotopschutzgruppe aus für bestimmte Arten, die sehr selten sind und hochgradig gefährdet ist. Da gehört in Salzburg zum Beispiel die Sumpfsiegwurz oder Sumpfgladiole dazu, die es im Untersbergvorfeld noch auf einigen wenigen Flächen gibt. Da machen wir auch einiges, aber das ist dann ganz gezielt auf diese Art, wobei, wenn es der Art gut geht, geht es auch wieder vielen anderen Arten gut. Also das ist immer ein Gesamteffekt. Und insofern ist Biodiversität, Artenvielfalt unser großes Credo. Der Österreichische Alpenverein, der macht das jetzt schon seit vielen Jahren, dass verschiedenste Naturschutzprojekte und aber auch Wegeprojekte oder Almpflegen in den Bergen durchgeführt werden auf freiwilliger Basis mit diesen Umweltbaustellen oder Bergwaldprojekten. Da gibt es eben diese zwei Arten von Projekten. Und im Prinzip können alle teilnehmen, die wollen. Es gibt eine Online-Anmeldung dafür und die Umweltbaustellen sind für 16- bis 30-Jährige und die Bergwaldprojekte ab 18 Jahren. Das heißt, es ist wirklich für alle offen, die sich beteiligen wollen und die da eine Woche Naturschutz oder Wege herrichten oder Almen pflegen, also ganz verschiedenste Tätigkeiten durchführen wollen. Ja, wir von Werner und Merz in Hallein sind sehr froh, den Alpenverein und die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Umweltbaustellen und Bergwaldprojekte mit unserer Kooperation unterstützen zu dürfen. Für uns bei Werner und Merz liegt es in unserer DNA, den Erhalt der Artenvielfalt, Biodiversität, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Und insofern ist der Alpenverein da der perfekte Partner, der mit den Projekten letztendlich dazu einen wunderbaren Beitrag leistet, was ohne die vielen Freiwilligen nicht möglich wäre. Und dafür ein riesiges Dankeschön.